Aloha Freunde, willkommen zurück bei SeaCrowds. Wir haben ein neues Replay für euch, und zwar die Charles Martel. Ein Heavy Cruiser der St. Louis-Klasse. Und ausgeführt hat diesen Kreuzer Seaside George von Ultima Ratio. Der hat mir vor kurzem diese Replay zukommen lassen und ich fand das sehr, sehr unterhaltsam und will euch das eigentlich unbedingt zeigen. Coffee, ihr klickt da zahlreich. Ja, er ist schon unterwegs mit seinem Cruiser in Richtung C, hat G-Skill. Einsatzzentrale für Katapultflugzeuge, Elite-Schütze, Adrenalinrausch, Sprengmeister und verbesserte Schießausbildung. Das Schiff hat er ausgebaut mit der Hauptbewaffnungsmod 1, Flakbewaffnungsmod 2, Steuergetriebe-Mod 1 und 2 und das Tarnsystem Modifikation 1. Das lässt ihn weniger aufgehen, macht das Schiff wendiger. Die Flak ist hier ganz besonders gesteigert worden. Werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gefechts auch sehen. Und die Einsatzzentrale für Katapultflugzeuge ist auch ein Skill, den sieht man nicht überall. Sorgt aber dafür, dass gleich zwei Flugzeuge in der Luft sind. Und somit sieht man doppelt und kann auch doppelt abwehren. So, er bewegt sich schon volle Karacho in Richtung C. Alles, was das Schiff hergibt. 39 Knoten. Ja, ich selber bin bei der Seaside, bei der Charles Martel. Auch schon kurz davor, ist Nachfolger der Algerie-Klasse, ein Entwurf von 1939, der leider nie vervollständigt wurde, soweit ich das recherchiert habe. Ist ein deutsches Design oder ist ein französisches Design, was in Deutschland gebaut werden sollte. Nicht hundertprozentig sicher, bitte verhaftet mich nicht dafür. Und hat eine Wasserverdrängung ungefähr von 15.000 Tonnen, das muss man sich mal reinziehen, mein lieber Herr Gesangsverein. Wie gesagt, die Schiffe waren zum Anbruch des oder... Ja, zum Anfang des Zweiten Weltkriegs nicht fertiggestellt und wurden auch in der Zeit nicht fertiggestellt. Das Projekt hatte einen Codenamen, das ist für die Freaks unter euch, C5A3. Habe ich auch noch rausgefunden. So. Sonst in-game zwei verschiedene Rümpfe für die Charles Martel, 30.800 Strukturpunkte oder 38.000 Strukturpunkte, eine Panzerung bis 140 mm hoch und ein Torpedoschutz von 16%. Artillerie, 3x3 Rohre, 203 mm, die wir jetzt hier gleich in Einsatz sehen. 12 Sekunden Nachladezeit, respektive 10 Sekunden mit dem Geschütz-Update. Und hat eine Brandwahrscheinlichkeit von 15%, AP-Schaden 4,8 Alpha-Damage und HE 2800 Alpha-Damage. Und da kann man schon sehen, die ersten Mumpel sind in der Luft, viermal getroffen auf der Iowa. Jetzt wird hier gleich die Deckung gesucht, weil das ist das Problem der Franzosen. Gleich angezündet. Das Problem der Franzosen ist die schmale Struktur. Bei Kreuzern ist es immer ein bisschen problematisch, aber bei den Franzosen ganz besonders problematisch. Die müssen ihren Geschwindigkeitsvorteil ausspielen, ihre Wendigkeit. Und deswegen ist das Schiff ja auch so geskillt mit der Steuergetriebe und Modifikation. Damit man schön mobil bleibt. So, und weiter geht der Fratzengeballer. Die Iowa hat schon längst registriert, dass da eine Charles Martel steht. Und Seaside ist hier an der Sunnyside. Und rotzt und rotzt. Jetzt wird gleich vorwärts gefahren. AP-Granaten im Anflug. Nochmal abgefackelt. Und Schwein gehabt, direkt weggedriftet. Lucky Punch. Naja, war ja kein Punch in dem Sinne. Es war ein Lucky Ausweichen. So, er fährt hier auf jeden Fall schon die B-Variante, können wir sehen. 38.000 Strukturpunkte hat da drin. Flieger gehen raus, um alles Mögliche entdeckt zu halten. Da kommt Torps von rechts. Da ist da etwa zwischen B und C ein Zerstörer, der noch nicht auf der Karte zu sehen ist. So, die Iowa brennt immer noch, der Damage tickt. Flieger abgeschossen, die feindliche Aufklärung zerstört. Und noch ein Flieger abgeschossen. Er ist entdeckt bei Radar. Das ist ein interessantes Vorzeichen. Da ist der Nebel. Alles klar, da ist irgendwo ein Zerstörer. Eine Z-46 hat sich da in den Kanal verschanzt. Da fliegen die ersten Shells schon rein. Er hat jetzt... Er lernt jetzt tanzen auf Kanonenkugeln. Torpedotreffer. Hat er gut gemacht. Gleich immer verteidigt. Einmal in den Nebel reingetorbt. Im Kanal hast du eh nicht viel Ausweichmöglichkeiten. Und ab geht die Post.
Einmal mal reingeballert, nichts getroffen. Da ist die Zec-46. Da muss man doch gar nicht mehr in die Zieloptik, oder? Einmal rauf da. Und gleich 3-6. Abgefackelt, Ausfall. Sekundär-Fratzengeballer ist auch schon unterwegs. Und da werden die Würstchen auf die Zec-46 ausgepackt. Zack, und weg ist der Panzer da. Oh, schnell hinter die Insel verstecken. Die hat bestimmt nochmal getorbt. Motorboost ist schon drin. Der hilft übrigens auch beim Rückwärtsfahren. Oh, da sind Bäume. Seaside. Da sind Bäume. Ah, die Conqueror steht da und wartet ab. Will nicht zu weit vorfahren. Ja, und kriegt ihre eigenen HE-Granaten zu spüren. Ja, einmal Überblick verschaffen. Ja. Jo, einmal blind in die Richtung getorbt. Friedliche Große. Ups, einmal gekuschelt. Ordentlich. Oh oh, verhakt. Der pusht ihn jetzt durch die Breitseite zur Conqueror. Die dreht die Kanonen. Abgefackelt. Und die Conqueror kommt mit dem Kanonendreh nicht hinterher. Sekundär geht los bei der Conqueror. Einmal rausgehauen. Nochmal ein bisschen Damage. Und er ist safe. Alter, hat der einen Luck. Oh. Da hat er sich aber erfolgreich vor den Conqueror-Mumpeln gedrückt. So, was macht er als nächstes? Ab rein in B-Cappen wahrscheinlich. Der Gegner hat schon 2 Schiffe verloren. Team Grün ist noch vollständig vorhanden. Ja, noch schnell die Eroberung mitgenommen hier. Zack. Erobert. Und jetzt schleicht er sich von hinten. Leichtig. Ja, Standardmanövriergeschwindigkeit sind 32 Knoten. Ruderstellzeit standardmäßig 13,8 und mit dem B-Rumpf 9,8, was man dann durch die Steuergetriebemodifikation nochmal steigern kann. Sichtbarkeit standardmäßig ohne Tarnsystem oder Skillung beim Kapitän 13,7 zu Wasser, 8,2 zur Luft. Da kann man sicherlich noch ein bisschen was rausholen. Dann ist, wenn ich mich jetzt gerade nicht verrechne, 10%, da nochmal 10%. Ne, für einen Cruiser sind es ja sogar mehr als 10%, glaube ich, ne? 12 oder so. Da müssten so 11 Kilometer Sichtbarkeit müsste drin sein. 11,9 hat er hier. So, da ist der Gegner wieder. Ibuki. Als Target. Sie hat erstmal einen Torp gefressen. Breitseite fahren ist aber gefährlicher als Franzose. Er hat schon einiges an Bändern hier zusammen. Er hat schon 4-mal abgefackelt, 3 Flieger, Wassereinbruch, Torpedotreffer verteidigt, Ausfälle, Sekundärtreffer, zerstört, erobert. Ist schon ein bisschen was. 60.000 haben wir schon auf der Uhr. Mal gucken, wie weit uns das heute hier noch treibt. Da ist eine Iowa. Die kriegt auch noch französische Grüße in Form von HE-Mumpeln. Und gleich wieder abgefackelt. Und jetzt ist er selber aufgeschaltet. Oh oh, da kommt ordentlich was an AP raus. Alles daneben. Hervorragend. Da merkt man wieder, die Steuergetriebe-Modifikation ist richtig Gold wert. Gerade wenn man dann in so offenen Gefechten ist, wo man keine Insel hat, wo man sich verstecken kann.
Man muss eben zusehen, dass man möglichst durch Wendigkeit die schwache Panzerung der Franzosen dann wieder wettmacht. So, Z46 setzt einen Smoke, aber der war ein bisschen sehr früh gesetzt, glaube ich. Und nochmal abgefackelt auf der Iowa. Dann ist eine Moskwa, die darf man auch nicht unterschätzen. Ne, eine Mogami. War nicht schnell gelesen. Und da ist die Ibuki. Die fällt voll drauf zu und die will hier reinfahren. Das ist aber ein Riesenproblem. 3-6 erstmal gleich initial. 4 richtige Treffer. Ab rein in den Smoke. Und einmal verteidigt. Nochmal zweimal abgefackelt. Die Ibuki bereut es jetzt da zu stehen, glaube ich. Und weiter geht's. Einmal Torps raus, den Kanal abdecken. Da kommen feindliche Torps. Die sind aber kein Faktor für ihn. Und wieder getroffen. Und nochmal drauf geballert. Ja, sag mal, wann brennt das Ding wieder? Nochmal 2-3. Und nochmal, jetzt brennt es wieder. Einmal blind drauf geschossen, voll in die Insel gejagt. Einmal Torps versetzt rüber gejagt in Richtung Ibuki, um sich da abzudecken und die zu beschäftigen. Torpedo-Treffer auf der Ibuki. Oh, 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 jetzt aber ganz schnell. Torps von hinten. Nein! Da hat die Akizuki oder wer das war, von hinten getorpt. Oh, Volltreffer von vorne. Und er fährt, da hat er wieder Schwein gehabt. Gut positioniert, da er genau an den Torps durchgekommen ist. Ibuki raus. Kanonen drehen. Da kommt eine andere Ibuki von links. Einer Ibuki kommt niemals allein. Und jetzt AP ist schon drin und Fratzengeballer raus. Und jo, Doppelzitadelle 12-3. Komm. Ibuki dreht ab. Ah, der winkt jetzt durch den Scheiße, oder? Ah, 1100 nur noch. Das ist dann wieder der kleine Kaliber. Ja, komm, mach die Ibuki runter. Nimm sie raus. Jo, nochmal abgefackelt. HE-Granaten, er stellt so schnell um, da krieg ich gar nicht mit. Sehr cool gemacht. Jetzt wieder AP. Weil Schiff fährt ja gleich wieder Breitseite und nachgeladen in 3. Ah, schon raus. Abgefackelt. Sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Die Sau noch. Die hat ja gleich einen Range. HE ist gleich fertig. Da kommt Torps. Kein Faktor für ihn. HE ist unterwegs. So. 838 zu 31. Also gleich das Spiel durch. Wenn nur einer stirbt beim Gegner, ist es vorbei. Ja, dann nochmal Kepa Ober C. Ganz alleine, weil kein anderer mehr mit drin ist. 142.000 steht die Uhr jetzt. Nochmal 3-4 und die wird die Sau noch rausgenommen. Sau raus. Einmal blind rein. Ja, einmal reingetoppt. Da kommt eine Iowa. Wird doch noch AP geladen? Ne, wieder HE. AP, HE, jetzt HE ist in der Kammer und geht raus. Und wieder 924. Und wieder abgefackelt. Meine Fresse. Die wird jetzt aber eingedeckt. Da wird es eigentlich gar nicht mehr da sein, glaube ich. Oh, alles in Wasser. Ah, das war die Runde. Okay, ich fand eine spannende Runde. 151.000, jede Menge Bänder. Jede 2 Zitadellen, Eroberung unterstützt, 13 Mal in Brand gesteckt, 3 Schiffe rausgenommen.
keine Abzeichen, aber ich fand eine sehr, sehr, sehr unterhaltsame Runde. Deutlich erster, 3057 Basis-EP. Respekt, Respekt, kann man nur so sagen. Ja, ich hoffe, euch hat das Replay gefallen. Wenn dem so ist, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wir sind bei Facebook, wir sind bei YouTube, wir sind bei Twitch. Habt viel Spaß, empfehlt das Video weiter, teilt es und bis zum nächsten Mal. Euer Secrets-Team, euer Marara. Haut rein, ciao, ciao.